Ja, hallo meine Lieben. Also, ihr wollt wissen, warum ich hier sehr gerne lebe? Ganz einfach. Vor allem wegen diesen zwei Gründen. Ja, hallo meine Lieben. Hier starte ich und ich zeige euch jetzt mal die Gründe, warum ich hier lebe. Und vor allem, warum in Kestell. Ja, viele sagen, das ist für die Aufenthaltserlaubnis kein erlaubtes Gebiet, aber es ist mit eines der schönsten Gebiete und ihr werdet auch gleich sehen, warum. In Kestell hat man es überall eigentlich nahe zum Strand und auch hier gleich neben mein Café. So, ein Hauptgrund mit, warum ich hier lebe, ist halt nun mal der Strand. Auch wenn ich nicht jeden Tag zum Strand gehe oder im Winter alle paar Wochen mal. Trotzdem zu wissen, dass der Strand da ist, gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Bei mir ist es halt so. Bei euch weiß ich nicht. Wenn es bei euch auch so ist, dann versteht ihr mich ja. Dann neben dem Strand, wo da hat man übrigens gerade gesehen, der Beach Club, da wird gerade gebaut. Also dieses Jahr wird er bestimmt offen sein. Und so eine Drohne kann man bestimmt auch für Unterwasser-Schiffswracks oder sowas verwenden. Aber dafür hat man wahrscheinlich die Radar-Empfänger an Booten. Das geht bestimmt damit vielleicht besser. Aber ich habe gerade gesehen, man kann richtig hier auch den Meeresgrund sehen. Ich bitte die schlechten Aufnahmen zu entschuldigen oder das Ruckeln oder was auch immer. Ich habe heute das erste Mal gefilmt, okay? Ich habe heute das erste Mal so richtig gefilmt und ich bin überrascht, wie gut das ist. Und ich tue jetzt gar nicht hier schneiden oder so, ich tue gar nichts schneiden, ich möchte, weil ich bin ja auch ein Gucker von so manchen YouTubern und der Lars und Alexandra, ihr Kanal, die haben auch oft Drohnenaufnahmen und ich finde es super, wirklich, ich finde es super, weil das ist eine ganz andere Dimension. Das werdet ihr jetzt bestimmt auch jetzt denken. Da unten wohnt übrigens die Marianne. Vielleicht sollte ich mal einfach mal hinfliegen und sie filmen. Aber ich will ja nicht stören, weil wer weiß, was sie gerade treibt. Liebe Grüße, Marianne. Also wenn du es erlaubst, dann mache ich das mal. Ne? Und beim nächsten Mal, also erst mal die Erlaubnis holen und dann. Und ja, hier sind ja die vom Bauherrn einige Objekte, der sie auch gebaut hat oder im nicht fertigen Zustand übernommen hatte. Da waren manche dabei, die waren noch nicht ganz fertig und die hat er dann übernommen. Und die Moschee ist natürlich wunderschön. Und jetzt, also der erste Grund wäre der Strand, das Meer. Und der zweite Grund, das sind die Berge. Und die Kleinbauern in der Gegend, also hier, never ever könnte man hier verhungern, ob im Winter oder im Sommer, man kann hier nicht verhungern und verdursten auch nicht. Ich habe es gerade gesehen am Strand, wie viel Seen oder Bäche von den Bergen direkt ins Meer fließen. Teilweise bestes Trinkwasser, teilweise natürlich. Und ich habe schon davon getrunken. Und das ist natürlich auch ein Grund, vor allem wenn man Kinder hat und weiß, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, Germany wird zugebombt und das noch, ich denke mal, dieses Jahr noch. Und ich bin mir da sicher und darüber mache ich aber ein extra Video und erkläre auch, warum ich mir da sicher bin. Und hier seht ihr überall Kleinbauern und wir haben jetzt Ende Februar, kannst du sagen, und jetzt fängt erst alles an zu blühen und wenn es blüht, dann ist es noch schöner und es ist dann dermaßen sobald die Orangen und Zitronen blühen, dann riecht es richtig als penetrant teilweise, so, also richtig stark nach Parfüm, aber angenehm penetrant. Wie soll ich es erklären? Dann geht es richtig los mit dem Sommer, mit den Frühlingsgefühlen. Und man merkt es, alle sind viel besser gelaunt. Jetzt, wo jetzt der Sommer kommt, alle sind viel besser gelaunt. Meine Frau will jetzt unbedingt immer raus mit den Kindern zum Spielplatz, weil es halt nicht regnet und so weiter. Jetzt kennt
So, jetzt kennt ihr die Gründe. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich hier leben will und gerne hier lebe. Ciao, lasst euch gut gehen. Çok teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.